Wir hatten auf jeden Fall so ein paar Videos. Ich würde sogar sagen, wir fangen erstmal mit Pumping an, Chat. Weil da muss ich eigentlich auch so ein bisschen was dazu erzählen, weil... Oder warte mal, ich zeig das mal ganz anders. War da Film heute? Saß mit Kartell am Tisch. Wo war das Video? Sag nicht, das ist draußen. Ist das raus? Okay, ich glaube, das Video ist raus. Damit ihr versteht, was ich meine. Pumping hat ein Video hochgeladen. Er hat ja auch dieses Boxformat, wo er quasi verschiedene Leute reinholt und die zwei gegeneinander dann boxen. Und da hat jetzt Budak auch gekämpft und Budak hat gegen diesen Momo gekämpft. Und ich schwöre auf alles, als ich das gesehen habe, ne, ich habe ja extra nicht darauf reagiert, weil ich mir dachte, das ist Müll. Wenn ich da jetzt darauf reagiere, ich werde nur durchdrehen. Ihr müsst euch vorstellen, das war ein Kampf zwischen Momo und Budak. Und man hat gesehen, Budak hat ja sowieso nichts drauf. Ne, man muss ja auch der Wahrheit ins Gesicht blicken. Und Budak hat sich ja schon weggedreht beim Sparring. Was dann natürlich dir das Zeichen gibt, ey, er will nicht mehr. Oder beziehungsweise er kann nicht mehr oder er hat Angst. Und dieser Momo hat es trotzdem ausgenutzt und hat die ganze Zeit reingehauen, hat die ganze Zeit gegen Kopf gehauen, gegen Hinterkopf gehauen, überall gegen gehauen. Und am Ende hatte Budak, Digga, blutige Nase, sah komplett, ich weiß nicht, ob sie ein blaues Auge hatte, auf jeden Fall sah sie komplett demoliert aus. Und da dachte ich mir schon so, Bruder, Budak tut mir derbe leid. Ob man sie mag, ob man sie nicht mag, ist egal. Aber als ich das gesehen habe, Digga, mir hat die derbe leid getan, so, ne? Und da war ich derbe sauer auf diesen Momo, weil ich mir dachte, Bruder, was bist du für ein Typ, dass du das ausnutzt, dass du gerade in der Hinsicht stärker bist und Budak schwächer ist und du die quasi dann vorlauf der Kamera die ganze Zeit kaputt haust, weißt du? Und Pumping, Digga, da dachte ich mir auch schon derbe enttäuscht, weißt du warum? Weil Pumping da nicht zwischengegangen ist. Ich denke mir so, Bruder, du siehst doch, Budak kriegt die ganze Zeit auf die Fresse, kriegt auf die Fresse. Warum gehst du nicht dazwischen? Plus, Budak hatte keinen Mundschutz. Plus, eine Person fängt an zu bluten, Bruder. Das darfst du auch gar nicht zulassen. In meinem Sparring, Digga, als ich Sparring gemacht habe mit den Jungs, hat keiner geblutet, außer ich. Aber ich habe auch gegen einen Borken gekämpft, der 106 Kilo wiegt. So. Das kannst du nicht zulassen, Bruder. Du darfst es nicht zulassen, dass die Leute da, wie sagt man, dass die Leute da bluten. Weißt du, ich meine? Da dachte ich mir einfach so, dieser Momo macht vielleicht seit ein paar Monaten Boxen, aber wenn du dann jemanden da hinstellst, der wirklich Kampfsport macht und auch wirklich gut ist, dann kriegt der Momo auf die Fresse. Weißt du, ich meine? Und da kann er sich dann wird er sich auch wegdrehen. Aber gegen Leute, wo er weiß, ey, die haut er easy auseinander, tobt er sich aus. Und das fand ich frech. Kurz gesagt, das Ende vom Lied ist, dieser Momo hat wohl in Kiel auf die Fresse bekommen. Von irgendwelchen Leuten, keine Ahnung wie, weshalb, warum. Auf jeden Fall hat er eine Ansage gemacht, ey, ich will gegen die Leute kämpfen, in einem 1 gegen 1, die mich geschlagen haben im Kiel. Und jetzt hat sich wohl der Erste dazu gemeldet, Digga. Ja, Mann. Und ich habe echt viel geredet, Digga. Die Reaction wird wieder ganz, ganz lang gehen. Okay, wir schauen uns das Video jetzt an, Chat. Ich bin derbe gespannt. Man muss aber auch sagen, ich fördere das nicht, dass 10 Leute auf eine Person gehen, auf gar keinen Fall. Weil das ist für mich auch derbe kindisches Verhalten und es zeigt mir auch einfach 0% von Männlichkeit, wenn du mit 10 Leuten auf eine Person gehst. Gewalt ist sowieso keine Lösung. Das sage ich ernst. Ich meine das wirklich ernst. Ich gehe wirklich Gewalt aus dem Weg. Aber, Digga, wer mit 10 Leuten auf eine Person geht, ist gottlos, Digga. Das ist aber auch dieser Gruppenzwang, Chat. Das ist dieser Gruppenzwang, weißt du? Das sind Leute in einer Gruppe, die fühlen sich stark, sehen eine Person, die einzeln, alleine ist und gehen dann auf die Person rauf. Von diesen 10 Personen, schwer, dass eine Person was gemacht hätte. So, Friends. Jetzt muss ein Motorrad natürlich laut kommen, gell? Egal, danke fürs Einschalten. Ihr wisst ja, der ein oder andere kennt ja den Fall, was in Hamburg passiert ist, zwischen Momo und den ganz anderen Jungs aus Hamburg. Es gab eine kleine Auseinandersetzung und wir haben dafür ein Statement gemacht. Den könnt ihr nochmal gerne abchecken, falls ihr nicht genau wisst, um was es geht. Momo hat die ganzen Jungs herausgefordert, die ihn angegriffen haben auf der Straße. Und am Anfang waren es 3, die sich gemeldet haben und die kämpfen wollten. Und leider war es dann so, dass nur einer zugesagt hat, also einer gekommen ist. Die anderen haben alle abgesagt oder sind nicht aufgetaucht. Ich konnte leider nicht dabei sein. Das Ganze hat in Kiel stattgefunden. Das ist ja, sind 6-7 Stunden von mir, da ich leider auch gerade in Paris bin. Ja, für mich geht es jetzt ab in Disneyland. Aber ich bin hier dabei, habe das Video geschnitten. Also wundert euch nicht, ich bin im Video nicht dabei. Ich habe Momo gesagt, also ich habe da drüben Kameramänner aus Hamburg gehabt. Der Kameramann hat auch leider abgesagt von mir. Deswegen hat es Momo so gemacht, dass sie das mit einem iPhone oder so aufgenommen haben. Digga, wie stelle ich mir das vor? Momo wird von 10 Leuten geschlagen. Einer meldet sich davon. Vielleicht 1 gegen 1. Keiner ist dabei, die treffen sich gefühlt alleine zum 1 gegen 1. Und er sagt dann, ach so, Bruder, ganz kurz. Warte mal kurz, Bruder, bevor wir uns schlagen. Läuft, Bruder. Lass anfangen. Ist halt nicht professionell aufgenommen. Wie gesagt, also stark gemacht von demjenigen, der da hingekommen ist. Ja, guckt euch das Video an. Und ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ich drück beiden die Daumen. Haben die sehr schön gemacht im Ring. Am Ende, du guckst, Chat. Momo und dieser Typ, mit dem wir 1 gegen 1 gemacht haben, die machen Kanal auf zusammen. Die machen YouTube-Videos. So klärt man das unter Männer. So fängt auch immer alles an, Digga. Die haben sich zusammen gesetzt, Digga, geschlagen und haben zusammen gefilmt. Mann. Also, wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Vielleicht habe ich noch ein, zwei Sachen nach dem Video noch was zu sagen. Schule, was geht ab? Viele von euch kennen mich. Momo, auf jeden Fall, ihr wisst,
der Vorfall, was in Hamburg passiert ist. Einer von diesen Jungs hat zugestimmt auf jeden Fall zum Kampf, er steht sein Mann. So, ich erkläre euch nochmal ganz kurz, was passiert ist, weil viele von euch haben endlich nicht richtig gecheckt gehabt, was passiert ist, was beim Anfang an passiert ist. Wir sind direkt ins Thema reingegangen, haben erzählt, wie die auf mich eingeschlagen und dies, das, bla bla. Deswegen erzähle ich doch mal vom Anfang an, was ganz genau passiert ist. Also ist es so abgelaufen. Pumpin' Monkey, wir haben alle zusammen ein Tinder-Video gedreht, da war eine Jungsgruppe und während des Tinder-Videos dreht, haben die irgendwie so eine Kaugummi-Packung genommen, haben da eine Flüssigkeit reingepackt. Und dann war das so, dass sie diese Kaugummi-Packung genommen haben und während des Videodrehs haben die das da reingeschmissen. Ich habe gefragt, wer das war, irgendwelche Jungs haben zu ihm gesagt, diese Jungs sind da hinten. Ich bin zu denen gegangen, die gefragt, was der Scheiß soll. Wenn es nicht stört, dass sie woanders hingehen sollen, weil wir hier unser Video drehen. Dann war das auf jeden Fall so, wir haben das Video schnell zu Ende gedreht, Pumpin' Monkey meinte zu mir, ey, kommt, lass gehen, bevor noch mehr Stress entsteht. Er hat das alles zusammengesammelt. El Patron, wie er schon sagte, er ist woanders hingegangen. So, und Kasim, Sonja, Mariam und so, die und Pumpin' Monkey, die waren in dem Moment auf jeden Fall mit mir. Irgendwann, wir sind weitergegangen. Also, ich war immer noch ganz vorne. Ich glaube, Sonja war in dem Moment auch neben mir. Dann war das so, dass die Pumpin' Monkey abgelenkt haben. Und dann auf jeden Fall kam... Schärfer, dieser Typ mit dem 1 gegen 1 ist der Kameramann gerade. Schärfer, er hält gerade Kamera auf, ernst. Welche Jungs bisschen, ich weiß nicht mehr, 3-4 Leute standen auf einmal vor mir und sagen zu mir, ich bin Hurensohn genannt. Ich habe gesehen, er wollte mir gerade ein Ding geben, habe ich ihn weggeschubst und dann sind alle direkt auf mich raufgegangen und dann wisst ihr halt, was da passiert ist. Und deswegen, einer von denen, der hat zugestimmt, er steht heute dieser Mann auf jeden Fall. Wir werden heute einen MMA-Kampf machen auf jeden Fall. Wenn er gleich hier ist, werde ich auch nochmal mit ihm darüber sprechen, warum er das gemacht hat. Dann gehen wir auch direkt. Das Ding ist, wenn es wirklich einer von dort ist, dann finde ich die Aktion geil. Weil das Ding ist, guck mal, ich habe auch letztens drüber geredet mit einem Kollegen. Sei mal ehrlich, Chat, wie geil wäre das, wenn es keinen richtigen Stress geben würde, sondern sagen wir mal, jeder Mensch hätte in seinem Auto, ob Mädchen oder Junge, jeder von uns hätte Boxhandschuhe im Auto und einen Mundschutz. Und ihr müsst euch vorstellen, stell dir mal vor, es gibt eine Situation, Straßenverkehr, keine Ahnung, irgendeiner macht Stress, du machst Stress zurück und statt dass ihr aussteigt und euch einfach mit der bloßen Hand kaputt haut und der eine gebrochene Nase hat, steigt ihr beide aus. Der eine hat eine Minute Zeit, um sich vorzubereiten, zieht seine Handschuhe an, seinen Mundschutz an, der andere auch. Und dann macht ihr einfach so einen sportlichen Kampf mit Handschuhen, weißt du, ohne Verletzungsgefahr. Sei mal echt, wie geil wäre das, Digga. Einfach jeder hat Boxhandschuhe mit. Ein bisschen machen wir davor erstmal noch Schattenboxen, Pratzen, bisschen aufwärmen und so. Und danach geht es auch direkt zum Kampf. Dann ist die Sache auch für mich damit gegessen. Aber egal, er hat sich wie ein Mann bei mir entschuldigt, hat gesagt, ey, es tut mir leid, ich habe mir das wieder angeguckt, wir haben einen Fehler gemacht. Deswegen habe ich ihn verziehen, aber die anderen, die nicht gekommen sind, das sind in meinen Augen immer noch keine Und derjenige, der heute auf jeden Fall kommt, der steht sein Mann. Ach so, okay, warte mal, jetzt bevor ich es vergesse, hat er schon gesagt, dass der Typ sein Mann steht? Ich bin mir da gerade sehr unschlüssig, Digga. Müsste er aber, glaube ich, gesagt haben. Auf jeden Fall in MMA-Kampf. Ist er das? Ist er das gewesen? Weil das sah auf Ernst nicht so schlecht aus, ne? Ich kann das sowieso nicht beurteilen, Chat, aber ich fand, so die Kicks und so sahen echt nicht schlecht aus. Weil ich achte immer auf Kicks. Okay, und das ist Momo jetzt. Aber dann wurde das ja Déjà-vu, Digga. Das ist ja wie bei Dings. Universum, auf Ernst. Das ist ja wie bei uns gewesen. Ich schwöre, die machen auch mit Trainer und so Vorbereitung, Bruder. Meinst du, die haben beide Einlaufmusik? Locker bleiben, locker. Ja, sehr schön. Ein Bouncy auf den Füßen, hin und zurück, vor und zurück. Nein, Bruder. Dafür, dass die Kameramänner abgesprungen sind, ist halb Kiel da, Digga. Ich kenn den! Was kennst du da die Hoffnung machen? Spaß, ich kenn den nicht. Was für Waage! Bruder! Was machen die da? Es ist wirklich Pumpin' Monkey. Es hätte mich nicht gewundert, wenn da Universum stehen würde. Universum Weight Cut. Bruder, was ist das? Also dafür, dass es eine Schlägerei war zwischen 10 Leuten und einer Person, machen die hier gar nicht eine große Welle, Digga. Bruder, die machen. Die machen Waage. Die machen bestimmt gleich mit Einlaufmusik. Alter, was ist die Edel-Optics-Arena, Digga? Bruder, die sind doch bestimmt in irgendeiner Halle, Digga. So wie ich sehe, ist auch ausverkauft.
Heftiger Scheiß, Bruder. Die haben ja gut viele Tickets verkauft. Hier ist VIP. Ich glaube, da zahlst du ein bisschen mehr. Hinten an den Geräten ist auch ein bisschen teurer, weil da kannst du direkt halt auch, während du guckst, halt trainieren so. Das ist das Ding, Schiedsrichter, glaube ich. Schöne Kette, Bro. Da hinten ist ein bisschen günstiger, weil es halt weiter, ne? Du musst halt dementsprechend ein bisschen weiter gucken so. Aber heftiger Scheiß. Sambo, Ramo, 18 Jahre. Er bringt heute ein Gewicht auf die Waage von 73,5 Kilogramm. Wie ich. Also, nee, warte mal, wir müssen das anders machen, Digga. Montana Flow, wurde mit Arabern groß. Jack Bruce, wenn Nase guckst, komm mit Libanesen, die dich jagen bis Guantanamo. So, ich glaube, es hat gepasst mit der Einlaufmusik, ne? Der andere wiegt 75, Bruder, die sehen fast gleich aus, Digga. Weil ich würde sogar sagen, der rechte sieht sogar massiger aus, ne? Ist aus Hamburg gekommen. Grund wegen des Streits ist nach Veranstaltung von Universum. Nein, vor. Habt ihr euch geprügelt? Bruder, warte, ich verstehe alle gerade nicht, auf Ernst. Was macht Monte da? Was kennst du da, die reinscheißen? Aber Bruder, was hat jetzt wieder Universum damit gerade zu tun? Ihr seid mit 10 Jungs auf ihn raufgegangen. Das Video ist öffentlich auf TikTok, das sieht man. Er ist gekommen aus Hamburg, damit das nicht auf den Straßen weitergeht, sondern hier im Ring. Ich finde das gut, dass er gekommen ist aus Hamburg, um das zu klären, damit keine weiteren Probleme gibt auf der Straße. Er ist der Einzige, der sein Mann stand und heute mit mir in den Ring steckt. Ja, mehr habe ich auch nicht dazu zu sagen. Auf jeden Fall hole ich mir den Kampf mit Ansage. Aber warte mal, welche Handschuhe sind jetzt dünner, Digga? Ich habe das Gefühl, die sehen so ein bisschen dünner aus. Die sehen ein bisschen dicker aus, oder? Habe ich das Gefühl auf jeden Fall. Man muss aber auch eine Sache sagen, ne? Die machen einen MMA-Kampf und das sind, ich glaube, 4 Unzen, soweit ich weiß. Und Digga, das ist gefühlt nur noch Schutz für dich, für deine eigenen Knöchel. Da geht es nicht mehr darum, dicke Handschuhe zu tragen, um den Gegner zu schützen, sondern du schützt nur noch deine Knöchel. Weil wenn du damit schlägst, Bro, Bruder, das ist gefühlt wie Faust. Chat, wir dürfen uns das anschauen, oder? Weil es ist ja ein sportliches Event, so wie wir es gerade mitbekommen haben mit der Waage. Es ist ja wortwörtlich ein Event geworden, statt ein normales 1 gegen 1. Keine Knie, alles andere ist erlaubt, keine Tiefschläge. Wenn ich Stopp sage, ist Stopp. Ist bereit? Ich bin bereit. Ist bereit? Ja. Komm, Momo. Erster Kampf, erste Runde. Geht los, Box. Bruder Herz, was machst du da? Warum geht er vor die Kamera? Ich mach so, Bruder, was war Ground and Pound nochmal? Los, steh auf, gib ihm auf! Nein, los, du kannst keine Sappen! Chico, chill! Gib ihm! Na gut, ey! Nein! Ja, okay, der Link hat auf jeden Fall, Bro, so viel Conti verloren, Digga. Entweder ist er jetzt gerade ängstlich und hat Angst, oder er hat sehr viel Conti verloren. Das Ding ist, zu Bodenkampf kann ich so oder so nichts sagen, Chat, weil bei mir wird es ganz anders aussehen, also noch schlechter sogar, weil ich kenne mich mit den ganzen Griffen und so nicht aus. Ich weiß nicht mal, was ich machen muss. Ich weiß nur, wenn er auf dir liegt, Hüfte hoch. Mehr weiß ich nicht. Mach ihn! Gib ihn vorne! Ja! 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 Ja!
Oh, 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 er hat ihn. Ja, er hat ihn. Ich zeig einfach 4000 Zuschauer, Digga, krass. Wie die auch durchdrehen, ne? Muss hier nochmal mit meinem Sound spielen. So, Sound weg. Ach scheiße, ich hab nichts gesehen, Mann. Fuck. Egal, jetzt hab ich reingeschissen. Ich glaube, ihr konntet euch vorstellen, welche Szene ich meinte. Also man muss sagen, natürlich gut, dass das Ding ein bisschen schneller vorbeigegangen ist, dass sie sich jetzt nicht komplett blutig gehauen haben und sowas. Weil, Digga, ich sag mal so, sowas ist schon derbe gefährlich, Digga. Derbe gefährlich, Bruder, mit solchen Handschuhen Sparring zu machen. Vor allem, die machen das halt sich professionell. Bruder, da kann so viel passieren, so viel schieflaufen, Bruder. Wenn er da aus Versehen auf den Hinterkopf haut, Bruder, am Ende ist der Typ behindert. Weil ich meine, da kann so viel passieren, Chat. Deswegen ist gut, dass es auf jeden Fall schneller vorbeigegangen ist. Ich hätte mir aber eher einen Kampf, also einen Boxkampf gewünscht, dass sie wirklich mit 14 Unzen kämpfen oder vielleicht sogar 12 Unzen, wenn die es richtig wissen wollen, dass es ein richtiger Boxkampf wird. Das ist ein Bodenkampf, okay, man versteht, auf der Straße gehen auch viele einfach auf den Boden, aber hier hätte ich mir einfach mehr Dings gewünscht. So klärt man das, nicht auf der Straße. Wenn irgendjemand ein Problem hat, kann uns gerne bei uns melden, über Pumpkin Pumpkin, kann hier im Ring herkommen und kämpfen, wie richtige Männer. Und nicht so wie die auf der Straße. Auf der Straße ist der größte Hund der stärkste, okay? Mit Messer, mit Anzeige. Aber es ist auch gut, dass sie sich wenigstens Respekt geben, Digga. Muss man auch sagen. Respekt ist das A und O. Es ist gut, dass sie es auf jeden Fall sportlich umgesetzt haben, statt dass sie das jetzt wirklich auf der Straße weiterführen. Weil bei der Straße ist immer das Ding, es ist immer sehr nachtragend. Der eine schickt den einen, der andere sieht das nicht ein, holt Kollegen, schickt den anderen wieder. Und das ist wie so ein Teufelskreis, es geht immer wieder hin und her. Auf jeden Fall, er stand heute, der Mann hat gegen mich gekämpft. Die anderen sagen keine die haben sich nicht hierher getraut, weil die Angst davor hatten, sich auf die Schnauze zu kriegen. Wenn ich sage, dass hier alles sportlich abläuft, dann läuft doch alles sportlich ab. Ich setze dich nicht ein einziger Schritt entstanden. Und du kleiner Heider, wenn du auf mich eingeschaut hast. Und mach dir! Entweder kommst du hier nach Kiel oder wir steigen diesmal wieder in den Ring, aber ohne Handschuhe. Ohne Handschuhe. Jeder Mann. Oder größte ich werde dich überall reposten. Kampf ist zu Ende. Jetzt haben wir noch einen anderen Kampf. Sein Kollege, mein Kollege, das soll nicht aufgenommen werden. Einfach so auf jeden Fall. Dafür, dass er sein Mann stand, Leute, zwischen ihm und mir ist das geklärt. Er hat sich auch davor schon entschuldigt gehabt, er hat den Fehler eingesehen. Deswegen ist hierher gekommen. Ich will nochmal sagen, er will mal dein Instagram noch einmal, Bruder. Guck mal, so einfach könnt ihr euer Insta pushen. Ihr müsst so jemanden schlagen, danach kommst du zu einem Box-Event. Und nach dem Box-Event, wenn du dich geschlagen hast, kannst du dein Instagram in die Kamera sagen. Bruder, so einfach geht es. Und ich dachte, es ist voll schwer, Digga, berühmt zu werden. Bruder, ist doch voll einfach, Digga. Was mache ich in 5 Jahre Videos? Warum schlage ich mich nicht mehr einfach mit irgendwelchen Leuten auf der Straße und krieg dann irgendwie so einen Insta-Repost? Ich mach's echt falsch, Digga. Fuck. Der Schiedsrichter bist du auch noch richtig über Mary. Bruder, sag nur mein Bruders Insta. Damit du Bescheid bist, auf jeden Fall Pumpkin Monkey. Schöne Grüße aus Kiel. Geh raus, schöne Grüße aus Hamburg. Pass auf dich auf. Mein nächster Kampf, Leute, soll gegen Kasen Baba sein. Zu groß geredet im Internet. Zu groß geredet im Internet. Laberst mir nur hinterher. Im Livestream, du bist mein nächster Gegner, wenn ich in Frankfurt bin. Wie gesagt, haben die auf jeden Fall sportlich umgesetzt, aber ich habe natürlich so ein bisschen so ein komisches Gefühl bekommen, als ich gesehen habe, die mit 4 Unzen, Bruder. Das ist schon, also 4 Unzen ist halt professionelles Kämpfen so. Und wenn du damit kämpfst und falsch triffst, Bruder, kann alles passieren, Bruder, Walla. Ich spreche aber nur aus Erfahrung, weil ich habe auch, Bruder, mit 14 Unzen, müsst ihr euch vorstellen, ist die Nasenscheinwand krumm geworden, mit 14 Unzen. Und überleg mal, wie es da mit 4 Unzen ist, Bruder. Mit 4 Unzen kannst du die Nase brechen, kannst alles machen. Deswegen, aber wenn die jetzt kein böses Blut mehr haben, Digga, ist auch schön und das ist die Hauptsache, Digga. Kein böses Blut, immer positiv unterwegs sein. Nur nicht zur Corona-Zeit, ne? Wie witzig, ey.